Das ist schon okay. Ja, gucken, sie hat sich auch entschuldigt. Oder kennst du die? Ehrlich sagen, was ich auch noch so, glaube ich, ein bisschen Schiss habe, ist, wenn Bus in der Prüfung kommt. Ich habe noch nie einen Bus jetzt im Auto überholt. Noch gar nicht in meiner. Kriegen wir hin. Auch darauf arbeite ich hin. Kreisverkehr, erste Straße, fahren wir raus. Haben wir wohl genug gezählt für heute dann. Ah, guck mal, Hindernis. Immer Spiegel, Blinker, Schulterblick, ne? Jetzt hast du ein bisschen die Straße dazu gemacht. Wenn der Audi hier rein will, ist das nicht so gut. Jetzt ist egal, kannst du eh nichts machen. Wie du willst. Wichtig ist immer weit genug weg, sonst bin ich ganz nachher mit dir. Ist so knapp? Nö. Nächste links. Erstmal hier rechts bleiben, schöne große Kurve fahren. Meinetwegen auch im zweiten Gang, ne? Also du kannst den ersten runtergehen, aber ich sehe jetzt hier... Ich glaube, es wäre im zweiten gegangen. Gut. Dann fahren wir in den Veilchenweg. Jetzt kannst du den ersten Gang gehen, wegen ihr schon, ne? Weil man gar nicht einschätzen kann, was macht die. Geht die geradeaus, weiter, nicht, doch nicht. Sie hat Vorrang, bleib stehen. Bleib stehen. Nicht so, weil du größer und stärker bist, einfach so, ne? Aber mit Schulterblick, genau. Ja, was mit Spiegel, Schulterblick und so? Gar nichts. Junge. Wie soll ich denn hier deine Beobachtung verkaufen? Ich sag dem Professor, er hat's drauf, er guckt Spiegel und so, macht er alles. Und dann sowas. Wenn dir das zu schnell wird, nimm den ersten. Weiter runterbremsen geht halt nicht, ne? Genau. Große Kurve, damit, wenn einer kommt, dass genug Platz ist. Ja. Und links. Ich bin immer noch für den ersten Gang, weil hier ist auch rechts vor links. Ah, viel zu laut. Mit dem Gefühl, Antonio, mit dem Gefühl. Wollt zu schnell weg hier aus der Scheiße, ne? Lass dir Zeit. Denk dran, ich fahre extra die Kackstraßen mit dir. Autos sollten hier nicht rauskommen, aber wenn Fahrräder kommen, haben die rechts vor links, ne? Und rechts. Krass, was für Menschen einfach Roller fahren. Jo, danke, danke Deutschland. Gerne rechts. Was ist das hier, die Straße? Fährst du rein? Ehrlich. Ich wollte dir mal zeigen, guck mal hier, wie die Hecke wächst. Hier so. Zweiter Gang. Jo. Und jetzt? Links. Jo, welcher Gang? Hey, 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 hey. Hey, komm, Ralf. Ja, links ist richtig. Ich aber, ja, ja, denk dran. Jetzt hast du so ein kleines Konzentrationsloch hier. Besser. Am Ende fahren wir gleich rechts. Yo! Genau. Rechtzeitig eine Entscheidung treffen, du oder er. Aber die Entscheidung ist ja relativ easy.
Kannst du noch ein bisschen, ja, ne? Klar, ja, sicher. Das war gerade ein bisschen nervig. Ja. Dann fahren wir rechts weiter. Wenn keine Autos oder so kommen, könnte der zweite Gang klappen, ne? Ja. Wenn hier viel los ist, kann man ganz auch den ersten nehmen. Gut. Kann ich jetzt kurz im linken bleiben eigentlich, oder? Okay, so. Ja, das ist eine gute Idee. Er hat hier Vorfahrt. Ja, rechts, ne? Ganz normal rechts vor links. Ja, jetzt kommt der Prüfer und sagt, oh, dann suchen Sie mal eine Stelle zum Umkehren aus. Ich kann alles nehmen, ne? Ja, ich sag einfach mal ja und lass mich überraschen, was du damit meinst. Ich hätte jetzt ja eben. Und was machen wir? Bleib aber stehen, ist zu eng hier, ne? Ui. Wie gesagt, ich bin für alles offen. Nerven aus Stahl hier, der Junge. Blick. Ja. Das ist ja Modenteil. Ja, umkehren, ja. Genau. Ja. Also, ja, aber du lässt Fragen eigentlich voll viele Fahrschüler in der Prüfung, ja, immer. Das heißt also, selbst wenn du fragst, ist so. Ist okay. Ja, jetzt kann man es schon quasi fast kaum erwarten. Gleich haben wir es geschafft. Und am Ende gleich rechts. So, das ist so ein bisschen Risiko noch dabei, merkst du das? Findest du? Ja, ich finde, du bist noch nicht so, so kurz bevor du reinfährst, guckst du immer wieder weg. Länger gucken, ne? Bleib mit deinen Augen da, dass du in letzter Sekunde, noch nicht, erst ab dem Schild. Jetzt, dass du in letzter Sekunde siehst, ob da noch jemand angeballert kommt oder nicht. Aber das ist so ein bisschen so, ja, ich muss jetzt weggucken. Also noch ein bisschen länger. Ja, gucken. Ja. Guck mal, wer da oben kommt, siehst du das? Wenn du Pech hast, kommt er dir genau in dem Moment entgegen, wo du in die Kurve fährst. Ihr beide passt da gleichzeitig sehr, sehr schlecht durch. Steht aber kein Geschwindigkeitsschild vor der Kurve, das heißt, du musst selber entscheiden, wie schnell du da durchfährst. Ich halte den dritten Gang nur für bedenklich. Mhm. Jo. Das passt. Wichtige Verkehrsmeldung. Falschfahrer ist immer noch auf Autobahn. Kann das mal weggehen, mein Tacho? Ich sehe nicht, wie viel Kamera ich fahre. Eigentlich habe ich es weggedrückt. Ja. Du hast ja noch einen normalen Tacho. Den beachte ich gar nicht. Hinter dir gut beobachten, ne? Ja, wenn gar keiner kommt, herzlichen Glückwunsch, kannst du links bleiben, ist das gut, ne? Wenn du in Spiegel gucken, dann kannst du ein bisschen rechts rüber. Genauso wie gerade auch. Ja oder nein? Kein Jein. Nein, ja. Spiegel, Schulterblick. Oder beide fahren. Ja, ich bleib stehen. Ne? Also das ist. Ich sag's doch. Ja. Beide fahren geht nur mit G-Klasse. Ja, guck, ich habe doch jetzt eigentlich früh genug angedeutet, dass ja. Ich. Guck, aber er hat kein Hindernis. Ach ja, stimmt. Das ist anders als da, wo wir gerade waren. Hier hattest nur du das Hindernis. Klar hast du das angedeutet, aber der hat sich wahrscheinlich gedacht, kannst du mir mal. Ich zieh das hier durch. Meine Straße. 30 war wie lang? Das ist schön. Nee, da war, stand 30, 250 Meter lang. Diese 250 Meter, würde ich behaupten, sind aller spätestens nach dieser Kurve hier zu Ende. Ist nur die Frage, ob tatsächlich 50 Sinn macht. Musst du hin. Also dritte Gang ist cool, 40 ist auch cool, 50, überlegst, ja. Wie du meinst. Die Straße ist ja jetzt groß und breit, kann man ja ruhig ein bisschen draufdrücken. So, nächste Ampel fahren wir links. Ey. Jo, Junge. Jetzt kannst du 70 fahren, jetzt drück drauf. Immer erst alles, zieh dir so einen Strich ab dem Schild auf der Straße, weißt du? Erst alles ab dem Schild. Nicht, wer es zuerst gesehen hat, dem gehört es auch, ne? Ja, heute ist ein bisschen unkonzentriert. Ist Klausur geschrieben heute, ne? Nee, aber. Ist spät aufgestanden? Ja,
Ja, Arbeit. Arbeit. Muss ich mir ein bisschen Gedanken machen. Echt? Was hat dich so angestrengt? Oder? Wir bauen was für Lüna nach der Ausbildung. Ja. Ja, da muss ich schon ein bisschen denken. Verstehe ich. Ruhig dritter Gang. Weil du, guck mal, du bist bei 40. Ja. Jo. Jetzt kann ich doch wieder vierte gehen nehmen, oder? Ja, aber bleib ruhig auf der rechten Spur. Und dann rechts weiter. Bremst ruhig ein bisschen wieder an, ne, dass es entspannt wird. Dritter Gang Kurve ist immer so ein bisschen so, oh, da wird da ziemlich knurrig, merkst du? Also, zweiter Gang ist romantischer. So nämlich. So beschleunigt er. Ja, schön drum rumfahren, nicht, dass ihr die Türnummer aufmacht. Ja. Wichtig ist, alles gilt ab dem Schild, ne? Ja, habe ich das übersehen? Nö, aber hier ist noch das Eingangsschild. Nur, dass wir drüber reden. Ja, weil auch da sind die Prüfer richtig pingelig, ne? Fahren da weiter und wenn du da bei dem Schild mit 60 weiterfährst, dann sagen die... Aber war doch jetzt eigentlich auch schon zu spät, oder? Schon ein bisschen spät, ja. Nicht ganz so spät, aber schon spät. Links weiter. Dann fahren wir die nächste Straße rechts. Zweite geht für dich. Gibst halt das Risiko ein, ne? Spiegel, Schulterblick, Blinker. Du setzt dich damit quasi selber immer so ein bisschen unter Druck. Erste wäre besser gewesen. Einfacher. Ja. Also, genau. So. So Kurvenverlauf hier. Jump with me now. Ich sehe nichts. Ich hätte den ersten genommen. Du kannst natürlich, wie gesagt, bin für alles offen. Also hier würde ich auch behaupten, man kann weit reingucken. Das siehst du ja wirklich gut. Das ist ja alles cool. Ein Kran. Schönen Bagger. Ja, dann machen wir. Ach, der fährt den jetzt da runter richtig sexy. Hoffentlich passiert sowas in der Prüfung. Ach, so lange wird es gar nicht dauern. Da haben sie da die Stützen ordentlich drunter. Na guck. Ja, weil der Ketten hat. Wenn der da drüber fährt, zerflext er den ganzen Asphalt. So, jetzt machen die ihm da ein paar Stützen drunter, ob er das gut hinkriegt. Ach, guck mal. Traum. Easy. Spiegel gucken, Schulterblick. Weiter geht's. Das war deine, ne? Bagger. Schön mit dem Bagger. Hier lieber so ein bisschen mittiger, ne? Nee, nee. Nee, wie kommst du darauf? Ich hab das nicht gesehen. Langsam, Bremse, erster Gang, weil ich sehe ja nichts. Kommt auch die Auto. Deswegen die langsam. Ich habe den Buckel gar nicht gesehen, ne? Ja. Deswegen habe ich gesagt, mittig. Nee, nee. Weiter geht's, ne? Spiegel hier nochmal gucken. Gut, dass wir hier nochmal lang gefahren sind. Guck, das ist auch blöd gemacht. Wer macht denn den Buckel? Gebe ich dir vollkommen recht. Das zweite Gang ist okay, ne? Fuß bleibt aber auf der Bremse, ne? Noch kein Gas geben. Einfach so lang schlittern hier. So, genau. Ja, gebe ich dir recht, aber jetzt hört ja keiner zu. Ist ja eine blöde Ausrede, ne? Ja. Hört ja keiner auf uns hier. Überleg dir jetzt schon mal, welcher Gang. Stopp, stopp! Gut. Ja, war doch geplant. Ich weiß. Zumindest von mir. Das ist die Zeit, wenn du hier durchfährst, ne? Wird nicht besser. Gut. Trotzdem ist hier 50. Und dann rechts, genau. Ne. Okay. Du hast den ersten Gang genommen, der bremst halt auf 10 runter. Ja, zweite hätte gereicht. Hätten wir geschafft, ja. Weil du noch so im Flow warst und so.
Das ist dann immer so, wenn du dich beeilst, weißt du, dann ist ja. Musste. Ja, ja, weil es ist 30 halt, ne? Und dann gleich links. Oh. GoPros verabschieden sich. Tschüss. Vielleicht nicht ganz so schnell hier drüber hämmern. Ach, okay. Genau. Dann such dir eine Stelle zum Umkehren. Zeit, ne? Und dann gleich Richtung Fahrschule. So. Und dann fahren wir hier links drauf. Chill, ne? Alles gut. Dann rückwärts auf irgendeine Parkplätze. Such dir aus welchen. Ist egal welchen. Du hast Zeit, ne? Meine Dinge musst du nicht so schnell machen. Ja, manchmal schneller, manchmal mache ich langsamer. Gar nicht hier die Parkstreifen. Sind keine. Kannst du so, wie du willst. Nein. Alright. Yes. Gut. Zack. Und stopp. Nice. So, also, ein paar Schwachstellen haben wir noch. An denen müssen wir noch feilen. Ich habe gerade auch schon mit dem Büro gesprochen. Also, ich würde sagen, dass wir noch gucken, dass wir vielleicht noch zwei oder dreimal irgendwie noch so eine Runde drehen. Ich muss noch Autobahn nochmal mit dir ein bisschen länger fahren als heute. Das war nur ein kurzer Step. Parken müssen wir noch vorwärts und rückwärts machen. Also, ich würde nicht auf Lücke lernen und Risiko eingehen. Nein, ich würde auch selber nochmal sagen, vielleicht nochmal die Woche und dann vielleicht. Checken wir aus. Gehen wir einmal rein, gucken uns das drin an und dann schauen wir mal. Aussteigen, ne? Ja, ja, genau. So. Und ja, Holländer Grip. Genau. Tipptopp. Das war's auch schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls es euch gefallen hat, liked, ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr sonst irgendwas sehen oder wissen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.